Leute, ich halte keine Angst. Ach, könnt auch bei euch. Ja, heute gucken wir ein Reaktionsvideo nochmal von Florida. Und zwar ist der Older dabei, der David Burt ist dabei und der Olli, der Marie und natürlich die Sarina. Ist auch dabei. Und heute gucken wir an, was passiert hier. Ich melde mich in der halben Sekunde wieder. Bis gleich. Und jetzt gucken wir uns das an. Und let's go. Freunde, heute werde ich zusammen mit Olli, Euda, Maurice und Charlina komplett in Miami durchdrehen. Was passiert hier? Ja! Wieder. Ja, feines Hotel. Was ist eigentlich für ein Ring hier? Mein Verlobungsring. Die Ohrringe sitzen. Oh mein Gott. Was war das denn für ein Bilder-Move? Mein Löwen-Mähen-Move. Ich bin soweit. Du hast ja richtig gute Laune. Ja, ultra. Darius, schön dich zu sehen. Ebenfalls. Ich bin gerade in Florida. Wie? Hä? Also gut, jetzt gerade bin ich in Düsseldorf. Daria, fucking auch unten rein. Dann könnt ihr auch mal da reingucken, wenn ihr wollt. Und let's go. Weiß ich nicht. Düsseldorf, aber wenn das Video hier online geht, bin ich in Florida. Das ist traurig. Ich habe eine Überraschung. Du hast mir ein Motorrad gekauft? Nicht ganz. Eine XC mit Zündschloss? Nein, nicht für dich, sondern für die Leute da draußen. Eine KTM Duke. Oh! Du kannst ruhig sagen, dass du das schon wusstest. Ich wusste das nicht. Du wusstest das nicht. Lüge. Wie findest du das Motorrad? Hammer. Und Leute, man kann dieses wunderschöne Motorrad gewinnen, wenn ihr noch einen super krassen Pulli dazu kauft. Was Daria gerade gesagt hat, stimmt. Diese KTM Duke 390 könnt ihr gewinnen, indem ihr entweder den Bußgeldbescheid-Hoodie bestellt oder aber den Call 911-Hoodie Version 2.0. Wenn ihr diese Hoodies bestellt, die sind vom 1. bis zum 6. Februar verfügbar, dann könnt ihr dieses Motorrad gewinnen. Komm, schwing dich mal drauf. Es sieht gerade so geil aus mit dem Sonnenuntergang. Wirklich, ich bin verliebt. Geh mal neutral, mach die Möhre mal an. So erwacht sie zum Leben. Ich hole jetzt mal kurz Handschuhe und dann zünde ich einen kleinen Wheelie für dich, ja? Okay. Ja. Probefahrt à la KTM Duke 390. Ich werde euch jetzt unter Beweis stellen, dass man hier mit Wheelie... Just for you, my dear. Liebe geht durch den Wheelie. Ja, aber auch durch den Magen. Ich hab Hunger. Dann kriegst du jetzt was zu essen. Ja. Meine Kinder, kommt her. Du auch, Olli, komm her. Habe ich mich schon immer vorgestellt. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Du brauchst einfach David. Ja. Oh! Habibi. Ich habe gerade einen Leguan gesehen. Wirklich? Oh. Wie in meinen Prophezeiungen. Krieg ich auch noch eine Umarmung? Klar, komm her. Okay, warum riechst du nach Mückenspray? Nach Mückenspray? Hast du Mückenspray raufgebracht? Nee, Sonnencreme wieder riech. Zerstört die Romantik hier, Alter. Jetzt ist Schluss mit lustig. Was macht Olli? Was machen die da schon wieder? Wir sind zwei Turteltäubchen und wir turteln. Die verstehen das nie, oder? Nur wir verstehen das. Ja. Was ist eigentlich für ein Ring hier? Mein Verlobungsring. Psst. Sag nicht, von wem du den hast. Das dürfen die Leute noch nicht wissen. Oh mein Gott, Digga! Die ist einfach beim verschwunden. Mach ich einmal? Was passiert? Er ist so zärtlich. Das ist Dreck. Das war wirklich Dreck.
Junge, Junge, Junge. Du hast da Dreck. Ich will dir nur helfen. Alles klar, kein Problem. Kein Problem. Ich hab wirklich Dreck. Du hast es doch gesehen. Jetzt alle gesehen. Was denken die Leute wirklich, was hier auf meinem YouTube-Kanal mittlerweile stattfindet? Digga, hör auf, Junge. Ja. Mann, nachher habe ich einen blauen Fleck auf meinem Hintern und dann fragt mich mein Freund, was da passiert ist. Ich weiß das doch schon, dass du jetzt einen blauen Fleck auf dem Po hast, also. Oh. Oh Gott, sie hat einen Anfall. Charlene hat hier einen Anfall. Ey, die ist viel lauter, what the fuck? Hast du irgendwas gemacht? David, die ist mit 240 über den Highway gefahren, komplett. Ich glaube, die ist geisteskrank heiß, einfach die Karre. 260. Oh. Warst ihr zusammen, oder wie? Nee. Wahrscheinlich, wie denn? Ey, Charlene würde das machen, no joke. Ey, eigentlich müssen wir ein Video machen, wie ich euch beide nehme. Einer hier und einer hier. Ey, ohne Scheiß, die Leute denken, wir sind geistig behindert. Überleg mal, wir würden das in Deutschland machen. Direkt Führerschein weg. Ey, Charlene, du musst mir gleich mal wieder den Cowboy zeigen. Hab ich eben sogar dran gedacht. Ja. Wie geil wäre das, wenn wir alle mal einfach so zusammen Privatjet fliegen? Nackt. Oder? Das wäre geil. Digga! Ich liebe dich! Was zur Hölle? Und damit dein Dreck ist so laut, das weiß ich, was Maurice meinte. Alter, oh Gott, Bruder! Das wird Oh Gott, jetzt gehen wir alle Sicherungen durch. Geil! David, ich hab Hunger. Dafür habe ich das Richtige parat. Hast du was bei? Ich habe Spezialmaterial dabei. Eine Flasche Y-Food, die flüssige Trinkmahlzeit mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Das Allerbeste, man kann sparen mit dem Rabattcode David-YouTube. 10% auf das gesamte Y-Food-Sortiment. Hey, geil. Kann ich das jetzt trinken? Du musst aber den Helm abnehmen. Danke. Du rettest mein Leben. Was kommt jetzt? Was passiert hier? Was soll ich abstellen da drauf? Warte, warte, bleib stehen. Moment. Sie macht eine Superheldenlandung. Warte, zack. Superheldenlandung. Schlag mir mal ins Gesicht jetzt, komm. Boah, guck mal, der Truck hier, Alter. Bro, I love your truck, man. Is this legal? Oh, ja, yeah. It's amazing. Barely. Can you jump with this truck? Oh, ja, yeah, I can do a lot. You did? No. No, Digga, so ein Auto habe ich noch nie gesehen. Das ist unfassbar. Schaut euch das mal an, wie hoch das ist, dieses Trittbrett da. Guck mal, der Reifen. Junge, das ist ein Monster-Truck, Alter, mit Straßenzulassung. David? Findest du das okay? Nee, da gibt's auch gleich eine richtige K-Schelle. Ich meine eine Backpfeife. Aber für wen? Ja, für dich. Warum für mich denn auf einmal? Das ist meine Chacha. Guck mal, David, der hat da so Spikes dran, siehst du das? An den Felgen, so außen. Einfach Love Story forever. Siehst du das nicht, David, an diesem Ding? Mir egal, ich hab nur Augen für Charlene, Digga. Okay, sorry. Sie ist so gut, wie wir ihn einfach die ganze Zeit ignoriert haben. Ey, David, siehst du das? Boah, Digga, guck mal da vorne, der Jeep mit den blauen LEDs. Digga, sieht der geil aus. Boah. Bruder. Oh, hier ist Sheriff. Wo ist Sheriff? Hier rechts. Oh, ja. Ist halt schon ein bisschen auffällig, was wir gerade so machen, aber... Warum ist es auffällig? Weil wir uns an den Verkehrsregeln halten, oder was? Ja! Er guckt schon in den Spiegel, weil ihr so auffällig hinter ihm bleibt. Das ist halt so... Aber ich hab einen Blinker, hoffentlich seht ihr den im Spiegel. Mach mal so ein Wheelie und das Vorderrad so auf das Polizeiauto. Krank, was hast du für Ideen, Charlene? What the fuck? Ja, du musst einen Platz machen, du musst mein Kennzeichen verdecken. Machen wir heute einen Rideout mit dem Polizisten, weil der fährt mit uns mit, oder? Ja, ich verstehe auch noch nicht so ganz, was jetzt hier unser Plan ist. Oh ja, Digga, das musst du dir mal reinziehen. Man sieht hier kein Kennzeichen, Olli hat gar kein Kennzeichen, dann an der EXC ist auch kein Kennzeichen und der Sheriff fährt einfach weiter und macht nichts. Willkommen in Amerika. Der ist links, scheiße, leider.
Digga, wie Maurice die ganze Zeit versucht, sich zu verstecken. Der hat natürlich schon längst gecheckt, dass du kein Kennzeichen hast. Meinst du? Natürlich, der ist doch nicht blöd, das ist ein Cop, Digga. Hm, ja, Charlina streichelt gerne mal den Fender. Ja, ja. Auch von guten Bros. Also mein Ziel ist es in Amerika, einmal Sex mit einem Alligator gehabt zu haben. Ich hab ein bisschen Angst um meine Katzen, ehrlich gesagt. Ah! Ja, ich hab sie ausgemacht! Charlina, bist du da? Charlina? Charlina? Och nee. Ja, feines Hotel. Du Drecksau. Du bist eine Drecksau, bist du. Boah, Audi RS6. Ich hab hier noch nie einen RS6 gesehen. Geiles Auto. Da wäre auch mal drauf. So, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, ne? Macht mir einen Daumen hoch und ich werde die 5 und rein verlinken, dann könnt ihr da reinkommen, wenn ihr wollt. Ich bin zum nächsten Video vergessen, einen Daumen hoch zu machen und vergesst nicht abonnieren und den David auch nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao. Ich lasse jetzt noch ein bisschen laufen. Tschüss. Boah, Charlina, Alter. Charlina wird gleich vom Bus hier erfasst. Da ist schon der Krankenwagen für dich. Hey, Olli, 100 Euro, wenn du jetzt von deinem Bike in das Kanu springst. Okay, ich mach's. Boah, Junge, wie das wackelt, Alter. Digga, das fällt gleich ab und fliegt auf mich drauf. Hä, Digga, die haben da einfach einen Pool aufgebaut. Guck mal, und die chillen da drin. Can we join you? Can I come into the pool? Yes? Okay. Oh my God, my English is not good. I'm from Germany, you know? What's up? Nice to meet you. You have birthday? Yeah, your birthday. Happy birthday. La cucaracha, la cucaracha. Ay.